Herzlich willkommen, das ist CypherPolex. Natürlich heute mal wieder mit einem brandaktuellen Video, wo es darum geht zu erklären, wie es denn mit dem nächsten Chapter weitergeht. Wir müssen direkt dazu sagen, es gibt natürlich erstmal eine Pause. Anbetracht der Golden Week ist es eine völlig normale Pause und natürlich auch absolut legitim. Ganz ehrlich, Oda sollte lieber öfter Pausen machen. Ich weiß, das hören viele von euch da draußen nicht gerne, aber sind wir mal ehrlich. Dieser Typ rackert sich seit so vielen Jahren schon rund um die Uhr komplett ab. Deswegen diese dreiwöchige Pause aufgrund des Todes von Toriyama war vollkommen gerechtfertigt und sich dabei noch ein bisschen untersuchen zu lassen, auf seine Gesundheit zu achten, ist definitiv der richtige Schritt. Aber sind wir mal ehrlich, schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, was wollt ihr eher sehen? Dass Oda jetzt wirklich jede Woche ein neues Chapter bringt, sich dabei komplett abrackert, vielleicht noch anfängt zu waschen, weil er irgendwann überarbeitet ist, oder dass er immer mal wieder kleine Pausen setzt, hier mal eine Woche, da vielleicht auch mal zwei Wochen und wir One Piece noch die nächsten 5 bis 10 Jahre bekommen werden, dass er das Werk schön in Ruhe entspannt mit seiner Geschwindigkeit zu Ende schreiben kann. Wir wissen eine Sache ganz klar, Oda gibt halt hier und da mal falsche Prognosen ab, was sein Werk angeht. Deswegen ganz ehrlich, versteift euch nicht darauf, dass vermeintlich schon One Piece zu 70 oder 75% zu Ende ist oder es vermeintlich in den nächsten 3 Jahren enden soll. Beides wird wahrscheinlich nicht passieren. 5 Jahre werden es auf jeden Fall sein, wenn nicht sogar noch mehr. Rechnen wir einfach mal mit 5 bis 10 Jahren, weil ganz ehrlich, es muss noch so viel abgearbeitet werden und momentan haben sich gerade mal die Gorosei präsentiert. Weder haben wir Mihawk mal wirklich kämpfen sehen, noch haben wir jetzt gesehen, wer die wirklichen God Knights sind. Wir wissen nicht mal, wer wirklich Vigilant Garling ist, was er noch in dieser Story zu tun hat und so weiter und so fort. Wir wissen einfach viel zu wenig. Aber gut, babbeln wir gar nicht so lange über alles Mögliche rum, sondern steigen wir in das aktuelle Chapter ein. Erstmal natürlich großes, großes Dankeschön an euch da draußen. Vielen, vielen Dank an die Kanalmitglieder. Ihr seid wirklich die Besten. Die Agenten der Weltregierung, ihr wisst Bescheid im Namen der Gerechtigkeit. Ihr unterstützt diesen Kanal wirklich von ganzem Herzen. Das freut mich sehr. Ansonsten natürlich babbeln wir gar nicht so lange rum im Namen der Gerechtigkeit, sondern steigen wir auch direkt in das Video ein. Wir hatten ja ein letztes Chapter, was unglaublicher nicht hätte sein können. Und anbetracht dessen, dass jetzt die Gorosei wirklich vielleicht sogar in einer 101-Relation gegen die Strohpiraten kämpfen könnten, wäre das natürlich hier unfassbar interessant. Eine Sache haben wir auch gemerkt, es gab natürlich hier eine vermeintliche Stärkerelation, die aber nie ganz verifiziert worden ist. Das Einzige, was halt hier als Indiz galt, war natürlich diese Beschwörungsformel und mit dieser Beschwörungsformel sind gewisse Zahlen einhergegangen. Das würde implizieren, dass Chupetta vermeintlich der Stärkste der Gorosei ist, danach würde direkt ein Natsuro folgen und daraufhin sind natürlich dann auch irgendwo die anderen eingereiht. Und hier ist es nochmal interessanter tatsächlich, dass man sagen muss, es gibt jetzt eine Kampfsituation, die ich so nicht erwartet hatte. Durch die Spoiler habe ich ja schon ganz klar angeteased, dass Natsuro wohl in eine Kampfsituation gerät und es Richtung Schwertkampf gehen könnte. Ich bin davon ausgegangen, dass es hier einen Kampf Zoro gegen Natsuro wird. Wir haben aber was völlig anderes bekommen, nämlich Sanji gegen Natsuro. Ist irgendwo auch legitimer, muss ich sagen, obwohl es natürlich hier einen Schwertkämpfer gegen einen, ich sag mal, Drittkämpfer ist, wenn man es so betiteln möchte. Sanjis Kampfstil ist ein bisschen breiter gefächert inzwischen durch die neuen Fähigkeiten der Germa. Kriegen wir wahrscheinlich sogar noch mehr dazu, aber es basiert natürlich immer auf Dritten. So oder so wird es aber hier eine interessante Kampfsituation werden und eine Sache wissen wir halt auch, Sanji ist schneller als Zoro. Ja, Zoro ist stark, Zoro ist schnell, Zoro hat wahrscheinlich viel kontrollierteres und besseres Rüstungshaki, sein Awakening Königshaki ist bereits bestätigt, aber was zwei Aspekte angeht, hat Sanji hier den absoluten Vorzug, nämlich einmal das Voranus-Haki, haben wir schon gesehen. Ich meine, er konnte mit der Geschwindigkeit eines Katakuris mithalten. Und das, wo nochmal nicht mal Future-Sein für die ganzen Leute bestätigt war, sondern es mehr oder weniger nur angeteased worden ist. Wir hatten Katakuri als erste Instanz. Da gab es natürlich auch diesen Flashback, wo klar geworden ist, viele Leute nutzen das. Aber selbst Ruffy musste es zu dem Zeitpunkt erstmal entwickeln. Sanji hat es geschafft, einer Jellybean von Katakuri auszuweichen. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Schlussendlich war jemand hinter ihm, hat die Waffe auf ihn gerichtet, dann hat er einen Move gemacht, ist Katakuri ausgewichen, die Jellybean hat den Hintermann getroffen und somit konnte er weiter in die Zukunft sehen als ein Katakuri zu dem Zeitpunkt. Unfassbar interessant, hätte ich so auch nie als erwartet, aber hat auf jeden Fall unter Beweis gestellt, inwieweit Sanji schon mit Future Sign zu dem Zeitpunkt gewappnet war. Ich habe immer gedacht, dass es bei Skywalk schon ein bisschen aufgehört hat und nicht wirklich neue Moves dazugekommen sind, bis zu dem Zeitpunkt natürlich mit dem Wade Suit, aber gut, Sanji hat uns da eines Besseren belehrt und somit ist es für mich ein legitimer Kampf, weil wir haben auch eine Sache gesehen, Natsuro scheint so ziemlich der schnellste der Gorosei zu sein. Er ist direkt losmarschiert, hat alle Pazifisten ausgeschaltet und das bin in kürzester Zeit. Die Marinesoldaten waren nicht mehr in der Lage zu erfassen, ob es sich dabei um einen Freund oder einen Feind handelt. Sie konnten nur aufgrund der Situation irgendwie implizieren, dass es halt ein Freund sein muss, weil sonst würde man nicht die Mark 3 Pazifisten angreifen. Aber so oder so gibt es jetzt eine Kampfsituation mit wahrscheinlich einem der schnellsten Strohpiraten gegen Natsuro.
Und natürlich kriegt Zoro jetzt aber auch einen anderen Gegner, den ich so auch nicht erwartet hätte, nämlich Mars. Mars macht durchaus Sinn. Klar, ist zwar ein bisschen schwieriger, wenn man bedenken muss, dass Sanji eigentlich in der Lage ist zu fliegen und Zoro so gesehen nicht. Ich meine, Zoro hat auch immer Hilfe gehabt bei Flugsituationen oder bei längeren Distanzen. Ich meine, ich erinnere nur zurück an zum Beispiel Dressrosa, wo er geworfen werden musste und dann halt Pika komplett auseinandergenommen hat. Das ist keine Abwertung, aber es ist halt einfach nur eine Tatsache, dass er eigentlich in so einer Situation vielleicht ein paar mehr Schwierigkeiten haben könnte. Dann kam aber die Kampfsituation gegen King. Und man muss auch dazu sagen, Mars scheint in eine ähnliche Richtung zu gehen. Es scheint eher eine Art von Fernkämpfer zu sein. Und natürlich scheint er auch so eine Art von Laser abzufeuern. Bedeutet, seine Kampfrichtung ist natürlich eher so ein bisschen in diese King-Richtung getrimmt. Und wenn Zoro das entsprechend kontern kann, wäre das eine coole Möglichkeit, um einen noch besseren Kampf zu zeigen, der halt im Prinzip halt mehr oder weniger eine ähnliche Kampfsituation ist, ohne dass halt hier ein Mars mit einem Schwert kämpft. Aber wäre auf jeden Fall eine gute Gelegenheit. Und das Churo gegen Sanji. Ich weiß natürlich, viele wollen jetzt hier wieder neue Stärkerelationen anwenden und sagen, okay, könnte sein, dass Sanji stärker ist, könnte sein, dass Zoro schwächer ist, wie auch immer. Das hat nicht unbedingt viel damit zu tun, es geht halt nur darum, welche Kämpfe gerade mehr Sinn machen. Und ich muss echt sagen, dass Churo gegen Sanji wird im nächsten Chapter deutlich, deutlich mehr Sinn machen. Und Zoro gegen Mars kann ich mir halt auch gut vorstellen. Weil wie gesagt, Zoro hat auch schon in gewisser Hinsicht Übung. Und wir dürfen auch nicht vergessen, diese Kämpfe sind in keinster Weise festgelegt. Ich weiß, viele wollen das jetzt so, aber das ist erstmal nur der Anfang. Und das kann sich halt alles noch drehen und wenden. Es könnte auch sein, dass hier ein Two-on-Two entsteht und Zoro und Sanji sich so ein bisschen abwechseln. Aber zumindest was jetzt die anderen Kandidaten angeht, scheint es in eine gewisse Richtung zu gehen. Wir haben ja auch gemerkt, dass man versucht hat, einen Topman zu schlagen. Also Ruffy hat es natürlich versucht in einem Nicht-Gear-5-Mode, was nicht wirklich gelungen ist, ehrlich gesagt. Und darüber hinaus natürlich haben wir die restlichen Strohpiraten, die sich hier gerade auch irgendwie jemandem zuwenden. Dem, wie gesagt, was wir anhand dieser Beschwörungsformel gesehen haben, scheint Chupetta wirklich der Stärkste zu sein. Und naja, Ruffy gegen Chupetta. Interessante Kampfsituation. Der Agent Giant wahrscheinlich in Verbindung mit den Riesen gegen den Topman Wackery. Und die restlichen Strohpiraten müssen sich natürlich hier dann auch irgendwie den Gorosei zuwenden. Und naja, wir können nicht irgendwie jetzt davon ausgehen, dass hier Franky, Nami oder sonst wer in der Lage sind, zum Beispiel einen Saturn in 101 zu besiegen. Deswegen müsste man halt einen größeren Bereich damit abdenken. Was Shimbei genau tut, ist auch noch irgendwie nicht ganz, ich sag mal, festgelegt worden, weil, naja, Shimbei ist ja eigentlich auch ungefähr auf dem Niveau von Sanji und Zoro. Ich weiß, was ihr sagen wollt. Eigentlich sollte Jinbei stärker sein. Ich meine, Fakt ist, bei Marineford wäre er stärker gewesen als das gesamte Trio. Zu dem Zeitpunkt war er der Ritter der Meere und konnte wirklich was bewegen und war auch schon viel, viel weiter. Er musste sich nicht mehr so weit entwickeln. Und die anderen müssen natürlich alle nachlegen, um irgendwie auf diese Liga zu kommen. Und auch wenn die Kopfgelder so ein bisschen verwirrend sind, klar, ich weiß, dass Oda versucht, auf lange Sicht gesehen geht es natürlich auch darum zu zeigen, dass halt Sanji dann schon irgendwann auch stärker wird als ein Jinbei und Zoro es vielleicht schon ist oder auch nicht, je nachdem, schwierig einzuordnen. Aber eigentlich, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt hat Jinbei es auch noch nicht so viel tun müssen. Der Kampf gegen Huzu war jetzt nicht wirklich eine richtige Anstrengung, aber er hat ihn trotzdem relativ schnell, ich sag mal, fertig gemacht. Über Blueki hat er es auch weggeschleudert, aber so einen richtigen All-Out-Kampf von Jinbei hatten wir jetzt auch noch nicht. Huzu war natürlich stark. Er war vielleicht sogar prädestiniert, einer der All-Stars zu werden, aber gut, wir hatten jetzt noch nicht wirklich diese richtige Kampfsituation. Deswegen würde ich mir schon wünschen, wenn es hier wirklich mit einer 1-zu-1-Situation einhergeht, dass ein Jinbei halt tatsächlich zum Beispiel einen Saturn oder so bekommt, weil ganz ehrlich, why not? Die restlichen Strohpiraten, okay, vollkommen legitim, da kann man jetzt schon nicht mal eine 1-zu-1-Relation wirklich logisch darstellen oder sie sich irgendwie vorstellen. Aber es gibt ja auch noch die Vizeadmiräle und eigentlich gibt es ja auch noch Kizaru. Die Frage ist, was wird ein Kizaru jetzt als nächstes tun? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nach all dem immer noch bereit ist, hier wirklich aktiv zu kämpfen und sich hier wirklich seinem Treuegelübde sozusagen hinzugeben. Die Frage ist, könnte er sogar die Seiten wechseln und das sehe ich sogar als potenzielle Möglichkeit. Muss noch nicht unbedingt im nächsten Chapter passieren, aber zumindest könnte es angeteased werden. Wir haben immer noch nicht die genaue Bestätigung, obwohl es offensichtlich ist, wer Ruffy das Essen gegeben hat. Und wenn allein dieser Aspekt zum Beispiel rauskommen sollte oder wenn man darüber kurz mal nachdenkt, dann wäre das schon mal eine Richtung, um Kizaru halt in eine Zwangslage zu bringen. Ich meine, das Ultimatum ist ja bereits schon gestellt. Er hat bereits schon dem Feind geholfen, er hat sich offensichtlich schwächer gestellt und er hat offensichtlich nicht aktiv gekämpft. Wenn er intervenieren sollte, wäre das, glaube ich, eine sehr coole Möglichkeit zu zeigen, dass er das Schlachtfeld betritt. Alle denken natürlich, er schlägt er auf die Strohpiraten ein oder auf Ruffy himself. Und dann entscheidet er sich doch dagegen und kämpft dann aktiv gegen die Gorosei zum Beispiel. Ich meine, der Verrat von Sentomaru war ja nur der Anfang. Aber Blueki ist ein ähnlicher Kandidat, der natürlich auch in diese Richtung tendieren könnte. Klar,
Ich weiß natürlich, bei einem Luki gehen die meisten davon aus, dass es niemals zu einem Verrat kommen könnte. Und ja, ich bin eigentlich eurer Meinung, aber was wir in letzter Zeit gemerkt haben, scheint so ein bisschen so ein Umdenken herbeizuführen. Einmal natürlich ist er jemand, der auch gerne kämpft. Und diese Kampfsituation mit Ruffy hat ja auch ein bisschen Flashbacks ausgelöst. Und es war sogar der Moment, dass er einsichtig geworden ist und gesagt hat, okay, das ist nicht mein Niveau. Mich hier den Vizekapitän zu stellen, entspricht schon eher meinen Fähigkeiten. Und diese Selbsteinsicht war auf jeden Fall auch schon mal ein cooler Schritt. So oder so hatte er recht. Ich meine, gegen 4-5 hat er keine wirkliche Chance gehabt. Im Anime wurde es nochmal ein bisschen krasser dargestellt, aber ich erinnere nur zurück, im Manga war das nicht ganz so dramatisch. Es war ein cooler Kampf, ja, aber nicht ganz so umfangreich. So oder so hatte Luki auf jeden Fall eine Chance im Kampf, aber dass er gewinnt, stand eigentlich außer Frage. Gegen Zoro sah das Ganze schon anders aus, auch im Manga nochmal. Ich meine, schlussendlich hat Zoro eine Attacke ausgeführt, die Luki nicht umgehauen hat. Ja, diese Attacke hat ihm geschadet, aber wäre es weitergegangen, wäre die Frage, was wäre dann passiert? Ich meine, sie mussten den Kampf schnell beenden. Sanji hat Zoro provoziert und Zoro konnte dann nicht mehr den Kampf genießen, nicht mehr rumspielen und musste halt direkt zuschlagen. Aber selbst diese Attacke, wo er wirklich mit 100%igem One-Shot-Potenzial rangegangen ist und ihn wirklich töten wollte, hat nicht dazu geführt. Chimbe hat ihn weggeschleudert und Luki war trotzdem noch in der Lage zu stehen und sich ganz normal zu unterhalten. Und dieses Gespräch, in was er geführt hat, hat auch nochmal darüber ein bisschen Aufschluss gegeben, in welche Richtung er sich entwickeln könnte. Er hat gegenüber Mars ganz klar geäußert, dass er ihn darum bitten möchte, auf Eki aufzupassen. Mars' Antwort war natürlich Gorosei-gerecht, ganz klar. Es ist schwierig, ein Insekt zu beschützen, wenn man das ganze Nest auslöschen möchte. Diese Herabwürdigung von Menschen ist halt schon krass. Aber Oda macht es hier auf eine perfekte Art. Stellt die Gorosei als absolute Monster dar und das sind sie nun mal auch. Wir müssen wirklich mal von diesen Gedanken weg und ich weiß, viele tun es immer noch, dass es sich dabei um Teufelsfrüchte handelt. Das sind keine Teufelsfrüchte. Ich meine, es konnte schon längst betitelt werden. Sie haben sich gänzlich enthüllt. Es gab keinerlei Zurückhaltung mehr dabei. Und wir wissen, Oda arbeitet immer nach denselben Grundprinzipien. Irgendwann präsentiert er sie, dann zeigt er sie in seiner Form und dann benennt er auch die entsprechenden Teufelsfrüchte dazu. Und wir haben halt schon alles gesehen. Die vermeintliche Hybridform, die vermeintliche Monsterform und die menschliche Form. Bedeutet, in dem Moment hätte man sie enthüllen können. Was hat Oda stattdessen gemacht? Er hat deren Namen eingeblendet. Ich meine, sowas wie Sandworm ist natürlich nicht unbedingt ein richtiger Name, aber macht schon Sinn, wenn man sich die anderen Namen nochmal vor Augen führt. Und dieses Sandworm führe ich immer noch darauf zurück, dass vor einiger Zeit natürlich Tune erschienen ist. Und naja, diese Ähnlichkeit ist natürlich frappierend. Klar, die Darstellung mit den Yunkai-Dämonen ist natürlich dieselbe. Dennoch, ganz ehrlich, das kann mir niemand sagen, dass es hier keine Parallele gab und oder das nicht so ein bisschen mit einbezogen hatte, weil zufälligerweise diese Darstellung. Aber gut, so oder so macht das keinen Unterschied. Es hat auf jeden Fall unter Beweis gestellt, dass es sich dabei eben um wirkliche Monster handelt, die sich wahrscheinlich in eine menschliche Form begeben haben oder in der Lage sind, menschliche Höhlen zu besetzen. Ist euch nicht aufgefallen, dass die alle genau dieselben Augen haben? Sehr charakteristisch und spricht nicht dafür, dass es sich dabei um normale Zoanfrüchte handelt. Und bitte, welche Zoanfrüchte sollten das bitte sein? Ich meine, wenn man dann fünf sozusagen, wie auch immer, mystische Zoanfrüchte außen vor nimmt und die dann die Gorosei gegeben hat, müssten es trotzdem noch andere sein, die ähnliche Kräfte mit sich bringen. Das macht keinen Sinn, dass die dann so weit über alles andere hinausgehen. Und die Regenerationskräfte dieser Gorosei entsprechen auch nicht mehr einer normalen Zoan-Kraft. Selbst die Riesen haben davon gesprochen, dass ihnen keine Rasse bekannt ist, die derartiges irgendwie bewerkstelligen könnte. Und was noch interessanter ist, sie haben halt Narben. Diese Narben müssten aber eigentlich hundertprozentig regenerierbar sein. Sie hatten Gliedmassen verloren, sie wurden geköpft, verbrannt, geschlagen, auf jede mögliche Art verstümmelt. Dennoch konnten sie sich immer wieder regenerieren. Und diese Narben machen dann so gesehen keinen Sinn. Es sei natürlich, diese menschlichen Hüllen sind verstorben tatsächlich. Diese Menschen sind verstorben. Zum Beispiel eine Sache ist da sehr charakteristisch, dass ein Natsuro wohl aus Wano Kuni stammt. Dieser Name Natsuro wurde bereits in Wano getroppt und es macht auch Sinn, diesen Charakter darauf zurückzuführen, zumindest diese menschliche Hülle darauf zurückzuführen. Würde auch erklären, warum man, wie gesagt, hatte ich schon öfter erwähnt, die Monsters 103 Version getroppt hat, wo nochmal Ryuma gezeigt worden ist. Nochmal diese Präsenz von ihm. Nur der Körper und das Schwert waren erhalten, trotzdem ist Ryuma kurz aufgetreten, als würde irgendwas bei diesem Leichnam erhalten bleiben. Würde erklären, warum der Dämon sozusagen, der den Körper von Natsuro besitzt, immer noch in der Lage ist, mit dem Schwert zu kämpfen und trotzdem diese Eiskräfte dazu entwickelt hat. Ist sehr interessant, dass es bei Brook was ähnliches ist. Zu seinen Lebzeiten konnte er das nicht. Später dann hat er diese Eiskräfte entwickelt und wir wissen noch nicht mal, woher das kommt. Ob das von seinem Schwert stammt, ist nicht bestätigt. In keinster Weise. Anders als zum Beispiel bei den Minks, wo wir auch diese Elektrizitätskräfte gesehen haben, die aber auch irgendwie erklärbarer sind, haben wir diese Eiskräfte noch nicht wirklich definiert bekommen. Und der einzige andere Tote sozusagen indirekt, der diese Eiskräfte benutzt, ist in dem Fall Natsuro. Und das macht das für mich so interessant. Und hierbei führe ich das tatsächlich dann auch darauf zurück.
Und das wäre halt auch nochmal eine Gelegenheit, das noch besser zu erklären. Und im nächsten Chapter wird es darum gehen, in welcher Relation jetzt die ersten Kampfsituationen stehen werden, die Gorosei gegen die Strohpiraten. Vegapunk bringt seine Botschaft und der Kampf hat begonnen. Was denkt ihr? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr bis hierhin zugeschaut haben solltet, was mich sehr, sehr freuen würde, gerne mal den Hashtag Zorro in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag, meine Freunde. Macht was draus.